Ich spiele heute so ein kleines ASMR-Spiel, und zwar geht es darum, wie oft du diesen Trigger hier im gesamten Video siehst. Schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, wie du so ein eher interaktives ASMR-Video findest. Let's go. Ja, und falls du noch nicht so ganz verstanden hast, wie das Spiel funktioniert, ich mache jetzt einfach ganz viele verschiedene ASMR-Trigger. Und manchmal taucht einfach dieser Trigger hier auf. Am Ende schreibst du mir einfach in die Kommentare, wie oft du diesen Trigger im Video gesehen hast. Auf jeden Fall ist es gerade total ungewohnt, ein Video für YouTube aufzunehmen, weil ich in letzter Zeit ja die ganze Zeit nur Videos für TikTok aufnehme. Und auf YouTube eigentlich nur so ein paar Highlights oder Ausschnitte aus meinen TikTok-Streams hochgeladen habe. Aber ich möchte auch wieder gerne so ein bisschen mehr auf YouTube hochladen. Also normale Videos oder extra. Ja, so ein paar extra Videos für YouTube. Ich hoffe, ich kriege das auch hin. Wer weiß noch, was das hier ist? Mich würde es auch mal interessieren, ob hier Leute von TikTok meine Videos sehen. Nicht, wie lange ich jetzt das Video mache hier. Aber ich denke mal, bei dieser Art von Videos denke ich nicht, dass da so extrem lange Videos sinnvoll sind.
Siehst du das hier? Vom Fake schreiben. Sonst sind die Tracker immer ziemlich weit unten. Weil hier hört sich das ja meist wahrscheinlich etwas intensiver an. Es fühlt sich einfach so merkwürdig an, gerade ein Video für YouTube zu machen. Aber ich habe auch richtig Lust. Ich habe richtig Lust, wieder mehr für YouTube aufzunehmen. Es hört sich an wie Schnarchen. Und andere sagen, es hört sich an wie...